Well, that's a bit of a pickle, if you ask me myself. Werte Zuschauer, was sind gute Picks gegen Kassadin? Tristana, Lucian, Talon, Pantheon, Dodgers. Halt normale Sachen, ne? So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, wir spielen gegen Gwen auf der Top-Lane. Okay. Six gegen Kassa ist gut, trust. What? Die guten alten Clowns. Manchmal, ne? Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich solche Musik noch abspielen dürfte on stream. Hier, so der gute Jam hier. Na, perfekt. Das ist noch echte Musik, wisst ihr? Das ist noch echte Musik. Okay, was brauchen wir denn hier in der Mitte? Der Nena und Vladimir gefällt. Das ist schon mal nicht so gut. Der Second Pick hier. Any Picks. Kassadin ist auch gebannt. Das heißt, der wird wahrscheinlich Juni Mitte spielen, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir sollten hier für den Rumble-Angle trotzdem gehen. Ja, das ist perfekt. Alles gut. Ich meine, Irelia ist auch gebannt. Ich glaube, Rumble hat tatsächlich keine wirklichen Counterpicks. Da ist der Aatrox-Insta-Log. Ich gehe jetzt ganz kurz auf die Toilette, Leute, und hole mir noch ein neues Getränk. Und dann freuen wir uns auf ein gutes Game. Bis gleich. Howdy Portnays, ne? Wie sage ich denn so? Gegen wen spielen wir denn hier? Gegen wen? Ihr könnt mich hören, oder? Könnt ihr was sehen? Ne, könnt ihr nicht. Klasse. Nee.
Punkten gegen Sylphmate auf seinem OTP-Champion. Klasse. Aber uns hatte er ja gerade auch den Z-Jungle angeboten. Verständlich. Anubis, vielen lieben Dank dir für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. So, let's go. Was ist eigentlich dein Lieblingslied? Wenn du willst, also wenn ihr wollt, kann ich euch 15 Sekunden von meinem Lieblingslied anspielen. Beziehungsweise, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zwischen zwei Liedern. Jetzt lasst uns erstmal kurz das Game spielen, dann kann ich mal 15 Sekunden anspielen. Eigentlich darf ich euch nicht mal 15 Sekunden anspielen, aber das riskieren wir. Essen ist da. Getränk ist auch da. Perfekt. Husten auch das anscheinend. Ich weiß nicht warum, aber der ist auch da. Alright, Leute. Wir brauchen noch. Wie viele Wins brauchen wir noch? 3 brauchen wir noch. Ach, scheiße. Das wird ein langer Tag für uns. Das wird ein ganz langer Tag. Let's do it. Let's do it. Ihr solltet nie mit Q starten, glaube ich, auf Rumble. Ich glaube, bei sowas sollte ich immer mit E starten. Ich weiß auch nicht, was mein Play ist. Warum sollte ich hier die erste Wave pushen? Das ist 0 von den Backland Minions bekommen. Klasse. Am wenigsten kriege ich so einen Bounce, nehme ich an. Auf die Wave. Aber Eve kann, glaube ich, nicht so früh ganken. Okay. Herüber. Okay, jetzt schön ruhig bleiben. Ich glaube, Aatrox ist gar nicht so schlecht gegen Rumble. Ich glaube auch, dass das ein Jungle Main ist. Also. Was anderes habe ich ein großes Last-Hit-Problem hier gerade, ha? Das sieht so aus, als hätten wir ja gerade ein großes, großes Last-Hit-Problem. Na, er zum Glück auch, ne? Wir haben einen sehr, sehr guten Phil-Spieler und der ist echt gut, der Kerl. Wir sind echt schon sogar ein Caesar jetzt. Weil wir so schlecht gelastet haben. Wird jetzt hochkommen, ne? Die Eve. Oh. Bin ich da 2v1? Ja, oder? Hätte flashen können, theoretisch. Er wird einfach resetten, ne? Sieht nur noch aus. Ja, wir kriegen hier TP-Advantage rein. Ich glaube, ich hätte ihn da töten können, wenn ich flashe, ne? What the fuck?
What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das wird ein schweres, es steht 0-4. Okay. Gottes. Ich kann da nicht TP'en, ne. Also bringt nichts, leider. War wahrscheinlich der Trade hier für uns um. Darf ich nicht auch noch feeden, ne? Ich bin der letzte Hoffnungsschimmer, ja. Wer weiß das nur. Really? Also wie, aber wie hammerlost ist denn denen ihre Lane? The fuck? Wow, that's crazy. Aber warum machen die denn auch so viel Schaden? Ich meine, der hat ja den praktisch gerade gebundet, oder nicht? Oh, er steht dagegen, oder? Oh, ich hab's recht ganz knapp nicht, ne? Oh, das ist schön gespielt von der Triss. Wenn sie da den Jump noch drauf gekriegt hätte. Ich weiß nicht, wie die Rell. Ich meine, die wird jetzt in der Luft gebundet von denen. Crazy. Ja, wir müssen was. Also, ich weiß, das sieht jetzt vielleicht troll aus, was ich mache, aber wisst ihr, wenn euer Team so unglaublich hart behind fällt, dann müsst ihr was probieren. Weil ansonsten. Es ist halt Toplane, ne? Das heißt, wir haben TP-Advantage rausgeholt. Und jetzt müssen wir halt schauen, was wir hier machen können. Er hat oben auch schon im R, das heißt, ich glaube nicht, dass wir den diven könnten. Das wäre Fiddle Ultim. Okay. Die Platte gehen sollen um. Aber ich stehe, der gewinnt sehr hart gegen uns jetzt, oder? Mittlerweile. Weiß es nicht. Hm. Ich schieße das sehr low jetzt hier. Wenn ich das zweite Dings hätte ich da flashen müssen, ne? Nicht das zweite Dings hätte ich dodgen müssen? Wisst ihr? Wenn ich das zweite gedodged hätte, dann hätte ich ihn danach outplayen können. Und dann müsst ihr da die. Wenn er euch aber erwischt, ne, dann habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, dann müsst ihr halt das Dings da drauflegen. Auf die Wave. Eure Ult und dann über die Wave mit Nimbus Cloak drüber flashen und dann überlebt ihr da. Jetzt einfach hier basen, ne? Das ist schon sehr greedy. Ja.
Der Atreus kann Mitte geportet, ne. Eine schöne Wombo für später. Shit, ich sehe da nicht drauf ping, das war nicht gemeint. Das ist Disrespect. Da ist ein Pink wurde in dem Busch. Muss die Mitte halten. Er hat Hextrinker gebaut tatsächlich. Oder? Okay. Aber nur wenn er Flash hat. Immerhin konnten wir Flash noch rausholen, aber ich konnte leider die Wave nicht clearen. Ah, wenn mich eine Rotation trifft, bin ich halt immer tot, ne? Das ist sehr, sehr scary. Das ist sehr, 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 sehr scary. Jetzt sind wir auch hard losing oben, leider. Der kriegt jetzt auch. Jetzt verlieren wir viel. Ich hätte probieren sollen, die Wave zu killen, anstatt dazu überleben. Ich wusste ja, dass er noch Flash hat. Das heißt, ich weiß, ich bin immer toter, sobald er den Hit hat. Hätte doch mehr für Lane spielen sollen, ne? Wenn jetzt halt Herald bekommen, dann... Wenn ich mal killen, killt mich einfach. Die können mich einfach diven jetzt zusammen. Okay. Was machen wir denn jetzt? Die Dings macht gerade den Herald. Die Evelyn. Das sieht sehr, 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 sehr schwer aus hier, das Game. Können wir mit Ult die Wave klären und wickeln oder so? Was war denn hier? Nee, nee. Die hat den Herald abgebrochen für den Kill. Das ist sogar gut für uns. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sogar legit gut für uns, dass sie das so gespielt haben. Kann ich nicht überleben, ne? Aber das ist okay. Soll ich da hochporten? Ja, oder? Da ist eigentlich nichts zu holen. Oh, nice. Wenn ich da top-porte, kann ich recovern. Ich hätte nicht spot-porten sollen. Ich dachte, die Situation wird doch knapp. Das war ein Riesenfehler. Das war, also jetzt, Mann, jetzt ist, ne, wir hatten, am Anfang hatten wir das Problem, dass unser Team sehr gestruggelt hat. Und jetzt ist tatsächlich unser Team recovered, aber ich struggle hier komplett gerade. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt. Ich weiß aber überhaupt nicht, was wir gegen den Aatrox machen sollen. Wave oben steht auch so schlecht, das ist alles so furchtbar für uns. No. Ich will hier oben jetzt reinpushen. Die Wave, die Kaiser kommt. Wir können nicht gegen die fighten, würde ich sagen. Oder? Wie viel ist der? Ah, die hat cool, Wolf. Sollten wir probieren. Nehmen die Gromp. Wenn ich dann noch für Platten gehen kann, ich glaube, dann greed ich für eine Platte. Platten sind schon down, ne? Ja, das ist weg. Ah. Auch weg. Kann halt theoretisch kann die oben einfach heralden. Ich glaube auch nicht, dass ich das verhindern. Also natürlich kann ich das nicht verhindern, ne? Okay, nice damage, bro.
Hoffentlich kriegt irgendwer von uns jetzt einen Pyramid in der Zeit, aber sieht nicht danach aus, ha? Ruhig bleiben hier. Schade. Ah, wenn ich nur eine Wave mehr hätte halten können, ne? Dann hätten wir auch noch First Turret Gold gehabt. Auf der Botlane. Das sieht gut aus, das. Also, es sieht actually wieder gut aus, das Game. Weltplay war mein Team hier. Sehr, 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 sehr sick. Ja, die ist da gerade irgendwo. Kein PP, 2 Minuten leider. Get out. Wahrscheinlich rüber. Unser Night Harvest da. Sehr gut. Der Gore-Trinker gebaut. Baut man das noch? Ich dachte, das wäre tot, das Item. Wir brauchen jetzt einen Sonjas, damit die Eve uns nicht immer one-hitten kann. Und dann brauchen wir. Also, ich glaube, ich gehe Healing Reduction noch. Ich glaube, ich gehe Healing Reduction und Sonjas hier. Und danach können wir Richtung Rabadons oder so schauen, aber erstmal gucken. Schwach gerade, Leute. That's not very good. Ich glaube auch, dass die mich einfach one-hitten können, die Kaiser, wenn sie mich trifft, nur mehr. Geht aber mit so rein. Die Eve kann ansonsten auch hier hochkommen. Egal, nein, das ist actually besser so, ist besser so. Das ist wirklich besser, ne? Ich reg mich da kurz künstlich auf, aber das ist viel, viel besser, wenn die den Kill kriegt und nicht ich. Und die Eve sollte jetzt bitte nicht hier oben sein, weil Drake gerade spawnt. Don't do it, Eve. Actually spawnt er erst in 2 Sekunden. Ja, 1, 2, 3 Risiko, oder wie ging das? Okay. Ja, das stimmt. Okay. Ich meine natürlich. Aha, ne? So, haben wir kurz back to base hier. Nehmen wir uns kurz das hier mit. Jetzt wir hier nach unten. Er war insane gespielt vom Jon, by the way. Er war so gut vom Jon. Schade, dass unser Botlane davor gecatcht ist. Das wäre wichtig für uns gewesen, da alles, ne? So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Void Stuff hier, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Void Stuff. Ah ja.
Ich glaube, da jemand, da war was im Busche hier. Wir haben jetzt natürlich kein Dings ready hier. Ich geh weg. Okay, and zu früh. Bleibt mich jetzt, ne? Er hat Angst. Er weiß, was ihm blüht, wenn er versucht zu diven. Nämlich outplayed von diesem Rumble-Titan. Okay, jemand gefightert? Einer? Das war der wrong move. You activated my trap card now, Mister. Und warum sah ich das so komisch? Entschuldigt bitte. So, jetzt können wir hier die nächste noch reinpushen. Man muss nur möglichst viel lachen, ne? Das baitet die Gegner dann zu sehr unklugen Entscheidungen. Ich hätte auch notfalls noch Stopwatch gehabt. Also der war auf jeden Fall tot da, ne? Keine Musik ist besser. Ich mag tatsächlich, also, ich meine, es ist halt immer mal was anderes hier. Das ist ja das Schöne, dass wir so viel verschiedene Musik hier haben. Hier wollte ich direkt gehen. Der Rabadans? Ja, ich guess, wir könnten einfach Void gehen hier. Solange wir die Stopwatch noch haben. Wenn die Stopwatch gebrochen ist, dann gehen wir aber für Sonjas, würde ich sagen. Wir werden jetzt den kurz killen unten. Den Six. Der weiß, wird nicht wissen, was ihn trifft. Der wird für den Turret creeden. Na? Sie creeden alle für den Turret. Ah, actually. Ja, ich hätte sogar für den Turret creeded, I'm kidding, ey. Ja. That's kinda annoying. Gehen wir mal um die Runde, ne? Stepp ich mal hinter dich, Kollege. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Da habe ich tatsächlich die Ult einfach komplett verfehlt. Bei mir habe ich gerade so einen kleinen... Oh nein, der ist schon tot. In den Busch. Der steht im Busch? Der stand doch nicht im Busch. Wer hat mich da gesehen? Was? Ah, oh, der stand doch nicht im Busch? Hä? Hä? Fremdlich gewesen. Hey, Jacob, können wir hier fighten? Wir müssen irgendwas probieren. Also wir müssen halt irgendwie das Team mal wieder agieren. Nice Handbotten. Ist irgendwie alles ziemlich bad gerade. Ich hätte die vielleicht töten können. Ja, das sieht gerade nicht so gut aus. Die geben uns halt keine Teamfights, sondern ziehen uns über die Map und nehmen uns hops. Das ist schwer. Das ist der dritte Drake, ist auch, ne? King? Den kann man auf jeden Fall nicht töten, Kollege.
Das will ich gar nicht erst probieren. Der Game ist leider rum, ne? Nice one. Goal, bitte. Oh. Und da muss er aggressiv reingehen, weil sonst... Oh, actually gut gespielt. Die hat da einen Auto-Attack gecancelt, ne? Dann hätte er sie fast killen können. Und mit unseren Void... Also die Gegner waren dann ultra smart, ne? Also muss man ihn echt lassen. So, Selfmade Man zerstört unser ganzes Team. Und währenddessen ziehen uns die anderen halt nur über die Map, sodass wir Fehler machen und die an uns rankommen können. Das ist echt sehr, 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 sehr smart, wie die das lösen. Die wird nicht vorgehen, oder? Natürlich nicht. Wow, really? Ohne. Level 16, ne? God damn. Ich glaube, der Winstreak ist ja noch nicht da, wo wir ihn gerne hätten, ne? Huh? Jetzt kurz die Botwave reinpushen hier. Der nächste Drake ist halt in 2 Minuten. Aber die werden uns einfach nie einen Teamfight geben. Safe mit wird weiter über die Map laufen und uns halt outplayen, I guess. Wie lösen wir das? Wir können halt, also, wir müssen ja defenden ein bisschen. Und die haben halt die stärkeren Sidelanes gerade gefühlt. Ich weiß nicht, was die Antwort ist, ja. Wir bräuchten einfach mal einen Teamfight. So. Sehr schnell. Anjas gehen. Endlich für Sonjas für Voidstuff gehen und dann gehen wir hier für Sonjas als nächstes. So, mein Damage ist jetzt ganz gut, nehme ich an. Er ist jetzt ganz gut. Wir haben auch Void auf dem Fiddle. Unser Ion ist relativ stark. Pass auf, Daniel. Schaden, nice try, shit. Warum macht der keinen Schaden? Sekunden für Drake. Einen haben wir schon mal. Einen haben wir gekriegt für alles von uns. Oh mein Gott. Den müssen wir einfach geben, den alten Inhalt, to be honest. Nice. Warum push ich hier? Warum bin ich nicht beim Team? Beim Drake. Das wird. Die werden nicht für den Finish gehen. Die werden Init machen und dann werden sie für den Drake kommen. Und wir werden die hier hopsen. Das ist das Play, Leute. Wir müssen es probieren. Ich habe zwar keinen Damage. Ich habe keine Chance. Aber ich habe einen Traum. Und der Traum ist gestorben. I repeat. Der Traum ist offiziell gestorben. Ja.
Okay, Ocean Soul, nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir wollen, dass die Gegner Ocean Soul haben, ja? Wir wollen, dass die ja Ocean Soul haben. Das ist nämlich genau dann, wenn sie Fehler machen, haben sie die Ocean Soul. Genau dann haben sie nämlich mehr Raum für Fehler hier. Mehr Raum, mehr Raum, mehr Raum. Genau der Sweet Spot. Das ist genau der Sweet Spot, Leute. Jetzt werden sie nicht mehr so gut aufpassen. Warum liegt mein Sonnias? Oh mein Gott. Alter. Wir hatten hier wohl Vision, ha? Huh? Ja, Mann. Ich bin so useless. Ey, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so nutzlos sein? Ich kann hier überhaupt nichts machen. Ich kann nur den Six killen. I guess. Aber auch das kann ich nicht gut. Oh, der war super smart von ihm, ne? Respekt. Ach, vom Fiddle meine ich da. Beatrice ist unten gestorben. Ja, wir können dann wahrscheinlich defenden, ne? Aber echt, können wir das defenden? Ja, ne? Ja, wird er nicht überleben. Okay. Ich bin so völlig useless hier mit Rumble in dem Game. Es ist crazy. Leute. Der Traum vom Winstreak ist gebrochen. Alter, wie kriegen die dich mal mit so einer insane Kopf tot? Aber da war schlecht gespielt von mir, das Game, ne? Da war schlecht gespielt einfach. Also, sehr, sehr sickes Game von den Jonen. Hat super, super gut gespielt. Auch wenn es leider nicht gereicht hat. So, jetzt sind wir wieder 4 in der Kreide, ne? Ich hätte halt im Early, ich glaube, ich hätte doch für meine Lane spielen sollen, ne? Weil ich dachte mir halt, okay, unser ganzes Team, ich meine, es stand ja direkt erst 0-6 am Anfang. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt Botlane porten, aber ich habe dafür meine Toplane aufgegeben. Das war schon sehr bad, ne, der Botlane-Port.